Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Krise um die ukrainische Halbinsel Krim und das russische Vorgehen entwickelt sich quasi stündlich weiter. Allerdings nicht im Sinne einer Beruhigung. Im Gegenteil. Unsere Tagesthemen. Konfrontation. EU beschließt Sanktionen gegen Russland. Abspaltung. Krim-Parlament stimmt für Russland. Gemeinsamkeit. Gauck wirbt in Griechenland für Europa. Durch das offene und verdeckte Vorgehen von Wladimir Putin, der russischen Führung und der mit ihr verbundenen Kräfte auf der ukrainischen Halbinsel Krim ist eine bedrohliche Lage entstanden, die man sich in Europa noch vor ein paar Tagen kaum hätte vorstellen können. Selbst gestern noch war es alles andere als sicher, dass die Europäische Union Sanktionen gegen Russland verhängen würde. Mit dem heutigen Tag hat sich das geändert. Und das wohl auch, weil dieser Tag eine weitere Eskalation brachte, als das neue Krim-Parlament den Anschluss an Russland beschlossen hat. Beim Treffen der Europäischen Union-Regierungschefs in Brüssel hat auch die sonst so zurückhaltende Bundeskanzlerin keinen anderen Weg mehr gesehen, als Strafmaßnahmen gegen Russland zu beschließen. Anim Staudt. Sorge um die Zukunft ihrer Heimat. Diese ukrainischen Demonstranten fordern einfache Lösungen. Kein Krieg. Russen geht nach Hause. Putin, lass deine blutigen Hände von der Ukraine. Russland kehrt zurück zu Methoden aus der Sowjetunion. Das hatte auch eine osteuropäische Staatschefin gesagt. Aber alle Beteiligten des Brüsseler Gipfels wussten, es würde schwer, auf diese russische Aggression eine kluge und konstruktive Antwort zu finden. Einig waren sich die Europäer, dass sie der neuen ukrainischen Führung den Rücken stärken und das Land vor dem Ruin retten wollen. Der ukrainische Ministerpräsident richtete einen leidenschaftlichen Appell an Russland. Herr Putin, reißen Sie diese Mauer ein, diese Mauer von Einschüchterung und militärischer Aggression. Lassen Sie uns ganz neue Beziehungen aufbauen zwischen der Ukraine und Russland. Wir sind zur Zusammenarbeit bereit, aber wir sind nicht bereit, uns zu ergeben und die Untertanen Russlands zu sein. Der offensichtliche Plan Russlands, sich die Krim-Halbinsel einzuverleiben, fordert härtere Töne. Aber ein Ende der Diplomatie will auch niemand. So beschließt der Gipfel einen Drei-Stufen-Plan. Sofortiger Stopp der Verhandlungen über Visafreiheit für russische Bürger. Und wenn Russland nicht bald ernsthaft verhandelt, Stufe 2 der Sanktionen. Wenn also weder die Kontaktgruppe zustande kommt, noch Resultate dann entstehen, dann werden wir auch dafür eintreten, dass es Reisebeschränkungen für bestimmte Personen gibt und die Konten eingefroren werden von bestimmten Personen, die im Zusammenhang mit den Handlungen in der Ukraine eine bestimmte Bedeutung haben. Der Präsident des Europäischen Rates kündigte noch härtere Sanktionen an, sollte Russland die Abspaltung weiterer Landesteile fördern. Stufe 3. Jeder weitere Schritt Russlands, die Situation in der Ukraine zu destabilisieren, wird zu schwerwiegenden Konsequenzen führen für die Beziehungen zwischen der EU und der Russischen Föderation. Wir wünschen uns das nicht. Wir wünschen uns einen diplomatischen Prozess. Wir werden auch jede Anstrengung in den nächsten Tagen weiter darauf lenken. Aber es muss auch klar sein, wir haben in den letzten Tagen viele Enttäuschungen auf dem Gebiet erlebt, dass wir dann auch bereit sind zu handeln. Als ganz zahnlos hat sich der europäische Tiger heute nicht erwiesen. Der polnische Regierungschef Donald Tusk sagte später, wir haben mehr getan, als wir noch vor einigen Stunden erwarten konnten. Tina Hassel in Washington. Präsident Obama hat ja heute auch über amerikanische Sanktionen gegen Russland gesprochen. Wie sehen die denn aus? Nun, Thomas, das, was Präsident Obama da im Alleingang per Dekret veranlasst hat, geht über das hinaus, was in der EU sich die EU verständigt hat. Mit sofortiger Wirkung werden alle Personen, die aktiv oder passiv an der Eskalation in der Ukraine beteiligt waren, daran gehindert, nach Amerika einzureisen, und ihre Konten in Amerika werden eingefroren und blockiert. Dazu sollen hohe Regierungsmitglieder gehören und Entscheidungsträger, anscheinend aber nicht präsentiert.
Präsident Putin. Die Liste der Personen ist noch geheim. Das zeigt, Washington erhöht den Druck. Und dazu passt auch, dass heute bereits F-15-Kampfjets in der Region angelangt sind und auch ein Kriegsschiff, ein hochmodernes Kriegsschiff mit Marschflugkörpern dort eingetroffen ist. Angeblich nur im Rahmen einer Übung, hat das Pentagon gesagt, aber dennoch sendet das natürlich ein starkes Signal. Ganz klar, Washington rüstet sich darauf, dass die Krise weiter eskalieren könnte. Und es ist zu befürchten, dass das auch tatsächlich so eintritt. Vielen Dank, Tina, nach Washington. Was die Krise heute entscheidend weiter vorangetrieben hat, das waren die Ereignisse auf der Halbinsel Krim selbst. Plötzlich verkündete das Moskau-treue Parlament in der Gebietshauptstadt Simferopol, dass sich die Krim Russland anschließen und damit Teil der Russischen Föderation werden soll. Die zweite Überraschung, schon innerhalb von 10 Tagen soll es auf der Krim eine Volksabstimmung darüber geben. Und was heute außerdem ebenfalls deutlich wurde, wer immer an der Choreografie dieser Ereignisse arbeitet, er macht enormen zeitlichen Druck im Wettlauf mit den drohenden Sanktionen durch die EU und die USA. Und das lässt aus meiner Sicht nur einen Schluss zu. Es sollen Fakten geschaffen werden. Stefan Stuchlik. Niemand kannte vor dem heutigen Tag Rustem Temirgaliev, aber er war es, der um 13 Uhr Ortszeit die Bombe platzen ließ. Erstens, wir erklären unseren Willen zum Beitritt der Krim zur Russischen Föderation. Zweitens, ob es eine Mehrheit für diesen Anschluss gibt, darüber rufen wir am 16. März ein Referendum aus. Sie haben doch gerade den Beitritt beschlossen, da ist doch die Volksabstimmung nur mehr eine Farce. Der oberste Krimrat hat eine historische Entscheidung getroffen und bei dieser Entscheidung zum Beitritt zu Russland wird es bleiben. Die Richtung also ist vorgegeben und draußen vor der Tür lassen die Russlandfreunde auch sofort Temirgaliev hochleben. Man fühlt sich bereits als Sieger. Auch die Stimmung auf der Straße lässt eher auf Erleichterung schließen. Das ist gut, hier wird sich alles zum Besseren wenden. Wir sind für Russland, wir freuen uns sehr. 23 Jahre hat uns Kiew unterdrückt. Das ist jetzt die Quittung für den Unsinn, der aus Kiew kommt. Russland ist gut, denn bei der Kiewer Regierung kommt nichts Vernünftiges heraus. Der Vertreter der Minderheit der Krim-Tataren aber gibt eine improvisierte Pressekonferenz, verliest zunächst eine gedruckte Erklärung, in der immer von großer Sorge die Rede ist. Sagen Sie mal ehrlich, wofür haben Sie wirklich Angst? Sie haben doch in den letzten Tagen selbst gesehen, was für eine Taktik die sogenannte Krim-Regierung einsetzt. Ich sehe die Russifizierung mit großer Sorge. Denn jetzt hat der Mob, also die sogenannte russische Selbstverteidigung, einen Freibrief dafür, auch gegen unser tatarisches Volk vorzugehen, und zwar ungestraft. Die Tatarendörfer draußen sehen Stunden später schon aus wie Geisterstädte. Hier greift die Angst um sich. Die wenigen, die mit uns sprechen wollen, ziehen sofort eine historische Parallele. Die Tataren wurden schon einmal vertrieben aus ihrer Heimat. Nein, in der Ukraine geht es uns besser. 1942 hat uns Stalin versucht auszurotten. Und jetzt sollen diese Russen wiederkommen? Dasselbe noch einmal? Nein, ich bin für die Ukraine. Hier auf der Krim fahren mittlerweile Leute rum in Fantasieuniformen, aber mit voller Militärausrüstung. Wir wissen, dass das Russen sind und vor denen haben ich und meine Leute Angst. Und diese maskierten Männer wurden heute in Simferopol zusehends mehr. Man hat den Eindruck, die pro-russischen Kräfte fühlten sich seit der Beitrittserklärung als die legitime Macht. Und überall in der Stadt marschierten auf einmal Zivilisten mit russischen Abzeichen auf, als gäbe es nicht schon genug Zeichen dafür, wer hier die Oberhoheit innehat. Was allerdings mit den ukrainischen Soldaten auf der Krim passieren soll, ist eine brennende und gefährliche Frage. Wird nämlich die Krim offiziell Teil Russlands, wären sie hier eine illegale Besatzungsmacht. Stefan Stuchlik in Simferopol auf der Krim. Heute hat die Regierung in Kiew, die Zentralregierung, verkündet, sie wolle eben das Regionalparlament auf der Krim auflösen, von dem gerade die Rede war. Kriegen die das irgendwie durchgesetzt? Ich halte das ehrlich gesagt für absurd. Dazu muss man sich zwei Sachen vor Augen halten. Zum einen, hinter dieser Beitrittserklärung steht meines Erachtens niemand anders als Russland selbst. Der Stil, die Diktion der Erklärung erinnern in vielen an dem des russischen Außenministeriums. Und zum zweiten,
Die pro-russischen Kräfte hier haben allein militärisch schon eine riesige Oberhoheit. Wenn Sie noch dazu zählen, dass die Mehrheit der Bevölkerung hier russischsprachig oder russischstämmig ist und den Beitritt mehrheitlich befürwortet, dann frage ich mich schon, wie Alexander Turchinow, der Übergangspräsident in Kiew, auf die Idee kommt, das Krim-Parlament auflösen können zu wollen. Und ich glaube ehrlich gesagt, seine Aussage ist nichts anderes als ein Ausdruck großer politischer Hilflosigkeit. Vielen Dank, Stefan Stuchlik, nach Simferopol. Und wir sprechen jetzt mit Udo Lilischkis in Moskau. Udo, war Putin klar, welche Reaktion er mit seinem Griff nach der Krim im Westen auslöst? Thomas, ich fürchte ja. Er konnte gar nicht glauben, dass er davonkommen würde wie bei den Beispielen Südossetien, Abchasien oder Georgien, wo der Westen dann doch nach diesen Vorfällen recht schnell zurückkam zum Business as usual. Dazu waren die Bilder, die ja monatelang vom Maidan um die Welt gingen, viel zu symbolhaft. Da haben ja Demonstranten erst friedlich und dann mit Gewalt offenbar einen kleptomanischen Herrscher vertrieben, um sich den Weg freizukämpfen nach Europa in die Demokratie, in die Freiheit. So kam es an im Westen, so wurde es vermittelt. Und dass man denen jetzt die Krim wegnimmt, da musste Putin klar sein, dass das eine gewaltige Provokation ist. Und darum glaube ich, er hat nicht gehofft, unter dem Radarschirm davonzukommen, sondern das war eine gezielte Kampfansage, eine gezielte Herausforderung. Und muss Putin denn nicht befürchten, dass die Isolation Russlands und die Sanktionen bei der eigenen Bevölkerung, die ja die Information auch irgendwie mitbekommen werden, Schrecken auslösen und sie dann am Ende nicht mehr hinter ihm steht? Das glaube ich nicht, Thomas. Dazu kontrolliert Putin die massenwirksamen Medien zu perfekt. Ich selbst war ja erschrocken, als ich die Bilder sah, die hier aus der Ukraine über die russischen Fernsehbildschirme flimmern. Selbst meine Kollegen haben Angst, nach Kiew zu fahren, obwohl ich dort viele Wochen war. Also das ist eine Parallelwelt, die hier aufgebaut wird. Dazu kommt, dass Putin ja als Konstante seiner Politik quasi seine eigene Bedeutung steigert, indem er sich als Gegenpol gegen den Westen profiliert, als mutiger Widersacher gegen den Westen. Und das wirkt hervorragend hier. Es ist ein russischer Reflex, sich zusammenzuschließen, wenn die Bedrohung von außen kommt. Nicht umsonst werden ja auch die Ukrainer immer wieder als Faschisten betitelt. Das schafft viele Beziehungen auch bei den russischen Menschen hier zum Zweiten Weltkrieg. Nein, Putin kontrolliert diese Parallelwelt sehr perfekt und die realen Konsequenzen durch etwa ökonomische Sanktionen, die wir jetzt heute teilweise erlebt haben, die sind auch überschaubar, weil wir müssen sein Öl und sein Gas bezahlen. Ich glaube, damit kann er gut leben. Er hat eine ganz starke Position. Oder die große Sorge in der Ukraine, denke ich, aber im Westen ist ja nun auch, dass Putin als nächstes nach dem Osten der Ukraine greift. Gibt es denn Anzeichen dafür, dass er auch davor nicht Halt machen würde? Ich fürchte ja, wenn ich beobachte, wie hier die Medien in Russland berichten über das, was in Donetsk, in Charkiw und anderen Städten im Osten passiert, das sind wirklich dieselben Beispiele. Gouverneure aus Kiew eingesetzt von diesen Faschisten werden vertrieben von mutigen, russlandfreundlichen Ukrainern. Das ist auch eine Art Vorbereitung für das, was da kommen könnte. Und die Logik der Krim, die funktioniert genauso gut im Osten. Und man kann sich fragen, was soll Putin fürchten? Was wird der Westen denn tun, wenn es dort passiert? Es wird einen noch lauteren Aufschrei geben, aber vielleicht nicht mehr. Und die Gesetze, die heute gerade an diesem wichtigen Tag hier verkündet wurden, dass nämlich die Annektierung fremden Territoriums leichter gemacht werden soll, dass die Vergabe von Pässen an Russen, die aus den Gebieten der Sowjetunion stammen, leichter gemacht werden soll. Das klingt eher danach, als hätte Putin hier verkündet, das ist nur der Anfang. Vielen Dank, Udo, für diese Einschätzungen nach Moskau. Meine Damen und Herren, das Interesse an unserer Berichterstattung über den Konflikt in der Ukraine ist wirklich sehr groß. Das merken wir an sehr vielen Reaktionen von Ihnen auf unsere Sendungen zu diesem Thema. Und wie es auf der Krim, wie es in der Ukraine weitergeht, das bewegt Deutschland in der Tat und ist deshalb, Jörg Schönborn, heute auch Thema im ARD Deutschland-Trend. Was erwarten denn die Deutschen jetzt von ihrer politischen Führung in dieser Lage? Alles, was die Ukraine stärkt gegen Russland, aber nicht gleichzeitig den Krieg heraufbeschwört. Ganz oben auf der Liste steht das, was die EU ja auch vorhat, finanzielle Hilfe für die Ukraine. 72% unterstützen das. Auch politischer Druck auf Russland findet Unterstützung, etwas zögerlich von der EU. 62% finden das aber richtig. Keine Unterstützung
hat der Plan, Russland aus der G8 auszuschließen. Nur 19% finden das richtig. Genauso wenig Unterstützung für militärische Aktionen, 12%. Am beachtlichsten finde ich die obere Zahl. Fast 3/4, die Milliardenhilfen für die Ukraine unterstützen. Ich habe in unserem Archiv nach verschiedenen Zahlen aus Zeit der Griechenland-Unterstützung gesucht. Und der höchste Wert, den ich dort gefunden habe, waren im Januar 2012 46%, die das richtig fanden. Nun ist das sicherlich nicht unmittelbar vergleichbar, aber doch ein Maßstab, wie groß die Solidarität ist, die die Deutschen im Moment mit der Ukraine empfinden. Das ist, Jörg, in der Tat bemerkenswert. Aber wie erklärt man sich denn, dass die Ukraine den Deutschen im Moment so sehr am Herzen liegt? Eigentlich ist das doch, wenn man ehrlich ist, für die meisten ein ziemlich fernes und wohl auch fremdes Land. Ja, wenn ein Land nach Demokratie, nach Europa strebt, ist das natürlich immer sympathisch. Aber ich glaube, im Kern hat es damit zu tun, dass sich da gerade ein Feindbild richtig aufbaut. Und dieses Feindbild heißt Russland. Wir fragen seit Jahren ja immer wieder danach, wie viel Vertrauen haben die Menschen zu anderen Ländern, zur Partnerschaft dort. Und die Kurve für Russland, die vor 5 Jahren noch fast 40% erreichte, geht in den Keller. Jetzt, Anfang März, noch 15%, die sagen, Russland ist ein Partner, dem man vertrauen kann. Das ist Negativrekord. Und dahinter steckt ein Gesicht, ein Politiker, dem dieses Misstrauen vor allem gilt. Das ist Russlands Präsident Putin. Das Urteil der Deutschen über ihn ist ziemlich vielsagend. 81% sagen, Putin, das ist ein Politiker, dem jedes Mittel recht ist, um russische Interessen durchzusetzen. Das ist ein Politiker, dem man nicht über den Weg trauen kann, meinen 75%. Und gerade mal 8% sagen, Putin ist ein demokratischer Politiker. Diese Zahlen schreien danach, dass es eine politische Lösung mit Russland gibt, denn so ein Feindbild ist schnell entstanden, aber nicht leicht wieder abzubauen. Vielen Dank fürs Erste, Jörg Schönborn in Köln. Wir reden gleich nochmal weiter. Danke nach Hamburg. Die relativ leichten Sanktionen, die die Europäische Union heute gegen Russland jedenfalls zunächst einmal beschlossen hat, kommentiert Marion von Haaren vom Westdeutschen Rundfunk. Das war heute ein Schuss knapp vor den Bug. Ein Alarmsignal an Russland. Die USA verhängen Sanktionen, die EU noch Sanktionchen auf Nebenschauplätzen wie Visaverhandlungen, gemeinsame Konferenzen, Handelsgespräche, die werden jetzt erstmal ausgesetzt. Brüssel hat aber auch deutlich gemacht, wenn Moskau seinen Kurs auf der Krim und darüber hinaus so fortfährt, werden härtere Maßnahmen ergriffen. Dann könnte sich die Gemeinschaft rasch auf eine andere Gangart verständigen. Polen und die Baltenstaaten warten nur darauf. Heute aber war es richtig, keine wirklich schmerzhaften Sanktionen zu verhängen. Noch müssen alle diplomatischen Wege beschritten werden, denn die Konsequenzen harter Sanktionen der EU gegenüber Russland, so wie die USA sie jetzt praktizieren wollen, bedeuten für Europa einen riesigen Schritt zurück. Zurück zu einem gespaltenen Kontinent, zurück in einen neuen Kalten Krieg. Die USA haben da weniger Sorgen, sie sind weit weg. Ob man sich als Europäer aber darüber freuen sollte, dass sie ihren Zerstörer ins Schwarze Meer schicken und demonstrativ Waffen nach Polen versenden, darüber kann man geteilter Meinung sein. Über eines aber lässt sich nicht streiten. Russland ist unser unmittelbarer Nachbar. Im Konflikt um die Halbinsel Krim verlieren derzeit alle Seiten, nicht nur der Westen, auch Putin, nämlich an Reputation vor der Weltgemeinschaft. Die Verhandlungsfäden müssen weiter gesponnen werden und sie müssen, so bitter das auch sein mag, russische Sicherheitsinteressen mit berücksichtigen. Erst wenn dieser ernsthafte Versuch unternommen wurde, wenn wir aus dem Schwarz-Weiß-Denken im Russland-Ukraine-Konflikt herausfinden und sich Putin dann nicht bewegt, dann erst sollte man über einen echten Schuss vor den Bug entscheiden. Ein Kommentar von Marion von Haaren. Amerika tut sich schwer damit, die Abhörwut seiner Geheimdienste unter Kontrolle zu bringen. Nach der NSA-Affäre gibt es jetzt schwere Vorwürfe gegen die CIA. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Susanne Daubner. Der Auslandsgeheimdienst soll Mitarbeiter eines Senatsausschusses ausspioniert haben, der die Folter- und Misshandlungsvorwürfe von Terrorverdächtigen in CIA-Geheimgefängnissen untersucht. US-Medien berichten, die CIA habe sich Zugang zu den Computern der Politiker verschafft. Der Geheimdienst leitete eine interne Prüfung ein. Kongressabgeordnete und Bürgerrechtler reagierten empört.
Ein Sohn des früheren libyschen Machthabers Gaddafi ist vom Niger nach Libyen ausgeliefert worden. Saadi Gaddafi war 2011 kurz vor der Entmachtung seines Vaters geflohen. Ihm wird vorgeworfen, an der gewaltsamen Niederschlagung der Revolte gegen seinen Vater beteiligt gewesen zu sein und sich bereichert zu haben. Der Umbau in einen Internetkonzern sorgt beim Medienhaus Axel Springer für rückläufige Gewinne. Das Konzernergebnis sank im vergangenen Jahr um fast 9%. Gründe sind nach Angaben von Vorstandschef Döpfner die Investitionen ins Digitalgeschäft und der Umbau des Printbereiches. Für das laufende Jahr erwartet Springer ein leichtes Gewinnplus durch steigende Werbeerlöse. Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex DAX schloss nahezu unverändert bei 9.543 Punkten. Auch an der Wall Street gab es nur geringe Bewegung. Der Dow Jones ging mit 16.421 Punkten aus dem Handel. Viele Anleger reagierten enttäuscht auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, den Leitzins nicht weiter abzusenken, sondern ihn bei 0,25% zu belassen. Mehr dazu von Anja Kohl. Soweit alles im Lot, war die Botschaft der EZB. Die jüngsten Störfeuer, ob Krim-Krise oder Turbulenzen in den Schwellenländern, ändern nichts an der moderaten Erholung der Wirtschaft im Euroraum. Für dieses Jahr rechnet die EZB mit 1,2% Wachstum. Damit hat sie ihre Prognose leicht erhöht. 2015 geht sie von 1,5%, 2016 von 1,8% aus. Für neue Geldspritzen gäbe es keinen Grund. Für einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik aber sei es ebenfalls noch zu früh. Die Gefahr einer Abwärtsspirale aus sinkenden Preisen sei noch nicht ganz gebannt. Die Inflationsrate im Euroraum ist deutlich unter die Ziellinie gerutscht, bei der die Zentralbank von stabilen Preisen spricht. Dieses Jahr dürfte sie mit 1%, so die Prognose, noch sehr niedrig bleiben. Bis 2016 aber werde sie auf 1,5% steigen, sich damit langsam normalisieren. Alles in allem ist es fraglicher geworden, ob es überhaupt noch eine Zinssenkung geben wird. Ähnlich unbeliebt wie die EZB sind in Griechenland deutsche Politiker. Als die Kanzlerin vor 1,5 Jahren nach Athen reiste, protestierten Zehntausende. Einige hielten Transparente in die Luft, die Merkel in SS-Uniform und mit Hitlerbart zeigten. Andere verbrannten Hakenkreuzfahnen. Ein solcher Empfang blieb Joachim Gauck heute bei seinem ersten Besuch als Bundespräsident in Griechenland erspart. Doch auch er muss sich genau mit diesen Schatten der Vergangenheit auseinandersetzen, die die deutsch-griechischen Beziehungen noch immer belasten. Mit den Gräueltaten der Wehrmacht, die während ihrer Besatzungszeit fast alle griechischen Juden ermordeten und ganze Dörfer auslöschten. Und mit Forderungen nach Entschädigungen in Milliardenhöhe, wie Matthias Deiß berichtet. 158 Jahre schreiten da gemeinsam über den roten Teppich. Präsident Papoulias, heute 84, kämpfte als 14-Jähriger einst gegen die deutschen Besatzer in Griechenland. Die deutsche Schuld wiege für viele Griechen immer noch schwer, so der Präsident zu seinem deutschen Amtskollegen. Und sie sei noch immer nicht beglichen. Die Griechen haben ihre Ansprüche nie aufgegeben und es gibt das Verlangen, jetzt sehr schnell Gespräche zu diesem Thema zu führen. Papoulias öffentlicher Vorstoß in dieser Deutlichkeit unerwartet, Gauck in der Defensive. Beim Thema Reparationen vertrete Deutschland seit vielen Jahren dieselbe Linie, so der Bundespräsident wortkarg. Der Rechtsweg dazu ist abgeschlossen. Die Forderung nach Begleichung deutscher Kriegsschuld wird in Griechenland auch deshalb lauter, weil sich Deutschland aus Sicht vieler Griechen in der Eurokrise zu wenig solidarisch zeige. Dieser Eindruck aber täusche, so der Bundespräsident bei seiner Europarede. Sein Respekt für die Reform und Entbehrung der Griechen sei groß. Als Demokrat und als Europäer danke ich allen ihren Landsleuten, die trotz dieser schwierigen und bedrückenden Umstände besonnen geblieben sind. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die deutsche Bevölkerung diese Lasten im gegenwärtigen Moment im selben Ausmaß tragen könnte. Die Griechen müssten den Weg der Reformen trotzdem zu Ende gehen, so Gauck weiter. Für den griechischen Oppositionsführer Tsipras passt das nicht zusammen. Wer sagt, er verstehe das Drama der Griechen wirklich, würde doch aufhören, die Verlängerung dieses Dramas zu fordern, sondern das Reformprogramm sofort stoppen.
Tsipras, der den Griechen genau das verspricht, könnte als Spitzenkandidat der Linken bei den Europawahlen im Mai reüssieren, fürchten viele in Brüssel und wohl auch der Bundespräsident. In Griechenland, in Deutschland und in 26 weiteren Ländern wird also in gut zwei Monaten das Europäische Parlament gewählt. Und hier bei uns sehen das natürlich viele auch als einen ersten Test für die Große Koalition. Und wir schalten deshalb noch mal zu Jörg Schönborn. Zwei Monate ist die Regierung der Großen Koalition und an der Arbeit. Da wird man schon mal fragen dürfen und müssen, wie fällt denn das Urteil bis hierhin aus? Ziemlich verhalten. Das liegt etwa auf dem Niveau der schwarz-gelben Regierung kurz vor der Wahl. Die durfte dann ja nicht weitermachen. Insgesamt ist gut die Hälfte, 51% der Befragten, unzufrieden mit der Großen Koalition. Spannend wird's, wenn wir auf die einzelnen Politikfelder schauen. In der Energiepolitik 73% unzufrieden. Negativ das Urteil auch in der Sozial- und Rentenpolitik. 68% unzufrieden. Und nur in der Außenpolitik sieht das Bild anders aus. 67% bescheinigen der Großen Koalition gute Arbeit. Nun dominiert im Moment die Außenpolitik die politische Agenda. Und das schlägt auch durch auf die Bewertung der wichtigsten Spitzenpolitiker. Außenminister Steinmeier war schon im Februar Spitzenreiter in der Tabelle und hat jetzt seinen Vorsprung ausbauen können. 74% sind sein persönlicher Bestwert. Damit liegt er vor Kanzlerin Merkel 71% und Finanzminister Schäuble 68%. Das ist die Spitzengruppe, dann kommt lange nichts. Und das Mittelfeld wird angeführt von Verteidigungsministerin von der Leyen 47% und Oppositionsführer Gysi 46%. Die Wahrnehmung der Großen Koalition beschränkt sich im Moment fast auf die Außenpolitik. Ja, dann machen wir da jetzt einfach mal einen Strich drunter und da sozusagen die SPD-Bilanz. Der SPD-Politiker Steinmeier steht ganz vorn in der Tabelle, wie wir es gerade gesehen haben. Bei der kommenden Europawahl tritt für die europäischen Sozialdemokraten mit Martin Schulz ein deutscher Sozialdemokrat als Spitzenkandidat an. Das klingt eigentlich so, als könne die SPD ziemlich optimistisch zumindest in den Wahlkampf gehen, richtig? Klingt so, sie hat profilierte Figuren. Aber die Annahme, dass Martin Schulz als deutscher Spitzenkandidat der Sozialdemokraten besonders gut dasteht gegen einen möglicherweise luxemburgischen Gegner, die stimmt nicht ganz. Wahrscheinlich wird ja sehr bald Jean-Claude Juncker, der Ex-Ministerpräsident aus Luxemburg, für die europäischen Volksparteien nominiert. Die Deutschen sind da keineswegs so eindeutig auf der Seite des Deutschen. Martin Schulz würden 35% als Präsident der Kommission bevorzugen, Jean-Claude Juncker immerhin 30% und 19% sagen, einen oder beide kenne ich nicht. Insofern also für die SPD nur ein beschränkter Bonuspunkt. Nimmt man die innenpolitischen Probleme hinzu, Stichwort Edati, dann versteht man, warum in der Sonntagsfrage die Union ihren Vorsprung ausbauen kann. In diesem Monat +2, 40% für CDU, CSU. Die SPD stürzt ab, -3 Punkte, 26. Die Linke steht bei 7%, Grüne 11. Die FDP 4, die AfD fällt zurück auf 5% und die sonstigen Parteien haben 7%. Die werden ja jetzt interessant nach dem Karlsruher Verfassungsgerichtsurteil, weil sie auch mit weniger als 1% der Stimmen möglicherweise schon einen Abgeordneten nach Brüssel oder Straßburg entsenden können. Allerdings sind mit Telefonumfragen Umfragen über diese kleinen Parteien, Aussagen über diese kleinen Parteien nicht möglich. Alle diese Zahlen wie immer ab sofort auch im Internet unter tagesschau.de. Vielen Dank, Jörg Schönborn, für diesen Deutschlandtrend nach Köln. Dankeschön. Und weitere Meldungen jetzt in den Nachrichten mit Susanne Daubner. Im Osten Afghanistans sind bei einem NATO-Luftangriff 5 einheimische Soldaten ums Leben gekommen. Weitere 8 wurden verletzt. Nach Angaben des afghanischen Verteidigungsministeriums hatte eine US-amerikanische Drohne den Angriff ausgeführt. Die NATO sprach von einem unglücklichen Unfall. Afghanistans Präsident Karzai hatte die Drohneneinsätze immer wieder kritisiert. Der langjährige Chef der katholischen Arbeitnehmerbewegung Kupfauer ist wegen Kinderpornografieverdachts zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft Aachen ermittelt seit März vergangenen Jahres gegen den 59-Jährigen. Kupfauer hat eingeräumt, vor Jahren frei zugängliche pornografische Webseiten besucht zu haben. Er sei dabei auch auf Seiten mit Kindern gestoßen.
Andrea Rotfuß wird bei der Eröffnungsfeier der Winterparalympics morgen in Sotschi die deutsche Fahne tragen. Die 24-jährige Skirennläuferin ist eine der deutschen Medaillenhoffnungen. Rotfuß nimmt zum dritten Mal an Paralympics teil und hat bislang 3-mal Silber und 2-mal Bronze gewonnen. Vertreter der Bundesregierung werden aus Protest gegen das russische Verhalten im Krim-Konflikt zunächst nicht nach Sotschi reisen. Zweiter Sieg in Folge für den nordischen Kombinierer Johannes Rizek. Auch beim Weltcup in Trondheim, Norwegen, war der Athlet aus Oberstdorf der Beste. Von der Schanze war Rizek ein guter Sprung gelungen. Er landete sauber bei 131 Metern und durfte mit einem überschaubaren Rückstand als Neunter in die Loipe. Dort schloss er schnell zur Spitzengruppe auf. Am Ende der 10 Kilometer hatte er die größten Reserven und gewann vor den Norwegern Krobak und Moen. Vierter Gesamtweltcupsieger Erik Frenzel. Ja, Schnee haben wir in Deutschland ja schon länger nicht mehr gesehen. Wie sieht's denn aus, Claudia? Ist der Winter jetzt rum? Können wir dem Ade sagen? Thomas Roth, eigentlich gefühlt auf jeden Fall. Da sagt man, das ist vorbei, da kommt nichts mehr. Meteorologisch kann es noch mal kalt werden, aber so 3 Wochen Eiseskälte und ganz viel Schnee, das können wir uns, glaube ich, jetzt definitiv abschminken. Und für die nächsten 2 Wochen schon mal gerade sowieso. Denn es kommt warme Luft. Im Moment Portugal schon 21 Grad, bei uns im Westen morgen 16 Grad. Das heißt, da kommt schon warme Luft, aber es wird noch wärmere Luft kommen. Die kommt nämlich genau aus Südwesten und das heißt, auch wir werden uns am Sonntag über Höchstwerte um 20, 21 Grad freuen können. Das gilt vor allem für den Westen Deutschlands. Sie sehen auch, diese Wärme kommt genau dort zuerst an. Ansonsten geht es jetzt in der Nacht weiter mit oft sternklarem Himmel. In der zweiten Nachthälfte bildet sich dann wieder zum Teil dichter Nebel, vor allem nach Süden und Osten hin. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf +4 bis -4 Grad. Vor allem über der Mitte und dem Süden in Bayern wird es frostig. Da kann es auch örtlich glatt sein durch gefrierende Nebel, also durch Reifglätte. Morgen Vormittag dann erstmal Nebel, aber auch schon recht sonnige Abschnitte. Im Nordwesten gibt es so ein paar Wolkenfelder, die durchziehen. Am Nachmittag hat sich der Nebel dann so ziemlich überall aufgelöst. Es scheint verbreitet die Sonne, etwas kompakter sind die Wolken im Nordwesten. Da streifen uns immer wieder so ein paar Frontensysteme. Aber wenn überhaupt, fallen höchstens so Richtung Schleswig-Holstein ein paar Tropfen. Die Temperaturen morgen, dort, wo sich der Nebel erst langsam und spät auflöst, 8 bis 10 Grad. Sonst sind es verbreitet 11 bis 16 Grad. Das alles bei meist schwachem Wind. Der kommt überwiegend aus südlichen Richtungen. An und auf der Nordsee ist er frisch unterwegs. Und die nächsten Tage, die zeigt man wirklich gerne. Samstag und auch Sonntag. Höchstwerte von bis zu 18 Grad im Norden und Osten. Am Samstag noch so ein bisschen verhalten mit 11 bis 14 Grad. Sonntag dann überall sonnig, warm, 17 bis 19 Grad. Und da wird es kaum eine Wolke am Himmel zu sehen geben. Und auch die nächsten Tage bleibt es dann noch warm, wenn auch nicht ganz so warm. Hier stellvertretend der Trend für Köln. Mitte nächster Woche, so ab Dienstag, Mittwoch, geht es dann überall wieder ein bisschen zurück mit den Temperaturen. Bleibt aber bei 12, 13 Grad. Das heißt, der Frühling bleibt uns erhalten. Das ist doch eine gute Nachricht. Vielen Dank, Claudia. Der Kampf um die Krim ist auch gleich Thema bei Reinhold Beckmann. Er diskutiert mit seinen Gästen die Frage, droht ein neuer kalter Krieg? Über die neuesten Entwicklungen in der Ukraine informiert sie um 0.15 Uhr Susanne Stichler im Nachtmagazin. Und morgen dürfen Sie sich an dieser Stelle zum ersten Mal auf unsere neue Kollegin Pina Atalay freuen. Und ich tue das auch. Aber davor kommen Sie gut durch die Nacht.